Ich grüße euch zu einer weiteren Episode von Let's Play Gothic. Ich habe nach dem wohl größten Fail, da wird die Welt noch ein bisschen geladen, nach dem wohl größten Fail, den ich bisher während eines Let's Plays hatte, bin ich wieder bis hier oben gelaufen. Den Ork, von dem ich nun weiß, dass er da oben ist, müssen wir nochmal ausschalten. Den habe ich nicht nochmal ausgeschaltet. Das machen wir dann jetzt mal eben. Und das ist ein Ork. Der Ork. Ja, jetzt ist es offiziell. Mein Headset hat einen Kabelbruch. Ich werde mir die nächsten Tage ein neues zulegen müssen. Wie genau ich das anstelle, muss ich mir nochmal überlegen. Weil das ist wirklich blöd, dass es die nächsten Tage sein muss. Ah, Mann, ey, ich hätte damit gerechnet nächsten Monat oder so, aber wenn das jetzt wirklich einen Kabelbruch hat, dann muss ich mir mich da jetzt wohl oder übel. Schieß doch! Zusammenreißen. Ah, Mann, oh Mann. Und das die nächsten Tage auch noch machen. So, da sehen wir einen umgestürzten Turm auf einer Insel im See. Den werden wir uns später ansehen. Der ist momentan für uns uninteressant. So. Die Ruine werden wir uns auch später genauer ansehen. Ich kann da mal kurz etwas reingehen, dass ihr euch die mal so grob ansehen könnt. Das ist halt so eine Ruine. Hier. Eigentlich nichts Besonderes. Dann steht da noch ein Turm, da kann man auch rein und auch hoch. Allerdings ab einer bestimmten Stelle komme ich nicht mehr weiter hoch. Hier. Ganz hoch komme ich irgendwie nie. Aber wir werden uns die Festung nochmal genauer ansehen, aber erst später. Einige von euch, die genau hingeschaut haben, werden vielleicht auch schon hier diesen Knopf entdeckt haben. Oder den Schalter. Was aber nur mit einer hohen Auflösung möglich sein dürfte. Dann haben wir da hinten die Bergfestung. Das ist der Turm von der Bergfestung, den sieht man schon. Aber dafür müssen wir noch hier durch dieses verbrannte Wäldchen. Und hier warten jetzt nochmal Hunde auf. Hunde, ja, Hunde. Gegner auf uns, die wir schon kennen. Aber. Boah! Was war das denn jetzt? Habt ihr gesehen, wie sie gespawnt sind? Leute, ist das immer knapp. Mann, oh Mann. Okay, die haben auch nichts dabei. Spawnen die direkt neben mir? Habt ihr das gesehen? Die sind neben mir gespawnt. So, dann ist hier rechts eine Höhle, in die ihr meiner Meinung nach reingehen müsst, außer ihr habt diesen Gegenstand, den wir uns jetzt holen werden, woanders hergeholt. Und zwar ist hier in dieser Höhle eine Spruchrolle. In diesem Vorratsräumchen. Hier haben wir noch eine Fackel. Eine Amphore oder was das war. Sonst aber nichts. Und dann haben wir hier eine Truhe. Wenn die öffnen, haben wir da drin einen Orkhammer. Diese Waffe ist für uns von unschätzbarem Wert, da wir diesen brauchen, um heil zur Bergfestung zu kommen. Ich meine zumindest, dass man den auf jeden Fall braucht, weil, ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass man diesen braucht. So, das sind nochmal zwei Bluthunde. Und wir gegen die einfach keinen kritischen Treffer machen. So, doch, da war einer. So, kriegen wir auch schön eine P für. Level 20 würde ich eigentlich noch gern werden. Naja. So, den nehmen wir auch noch mit. Ja, wir treffen aber schon gut. Ist hier schon die Brücke? Ja, ist sie. Ich hoffe, das ist auch nicht so ein Fail-Spawn. Ja, da ist er. Ein Steingolem. Ja. Das ist eigentlich noch nicht das Thema, aber der einzige Weg, um einen Steingolem zu töten, ist der, ihn mit einem flachen Gegenstand, einem Kriegshammer oder einem Hammer zu schlagen. Ich demonstriere. Mach ihm Schaden. Mit keiner anderen Waffe machen wir ihn Schaden. Besiegt. Und die braucht auch nicht. Der Hammer braucht auch nicht viel Stärke. 22. Also,
ich finde, das ist eigentlich der einzige momentan für den Lernstand, den man hier hat, mögliche Weg, ihn zu töten. Hier hat man eine richtige Strömung, die man eigentlich auch mal so aus Spaß reinspringen könnte. Das Lester, den kennen wir auch schon. Das ist der, der am Eingang, wo man da wohl auskommt. Das ist der, der am Eingang vom Sektenlager an diesem Baumstumpf stand. Das heißt, hier haben wir auch wieder einen Gefährten, der uns begleitet. Da oben ist die Bergfestung. Wir reden mal mit ihm. Oder er redet mit uns. Hey, was machst du denn hier? Ich bin im Auftrag der Wassermagier unterwegs. Ich suche magische Artefakte, sogenannte Fokussteine. Du bist auf der Suche nach den Fokussteinen? Das ist verdammt mutig. Saturas und die anderen Magier aus dem neuen Lager wollen damit die Barriere sprengen, die uns alle gefangen hält. Das glaube ich erst, wenn ich es gesehen habe. Das geht mir ähnlich. Aber erzähl, was führt dich her? Ich wäge gerade ab, ob es sich lohnt, der Festung einen Besuch abzustatten. Es gibt nämlich eine alte Urkunde, die ich gerne in meiner Tasche hätte. Andererseits ist es nicht ganz ungefährlich, dort hineinzugehen. Ja, wie ist er an dem wandelnden Steinhaufen, damit ist der Golem gemeint, vorbeigekommen? Wie bist du eigentlich an dem wandelnden Steinhaufen vorbeigekommen? Ich habe einiges von den Gurus gelernt. Vor allem ihre Magie erweist sich immer wieder als sehr hilfreich. Ja, und wegen der Urkunde? Was ist das für eine Urkunde, die du suchst? In dieser Bergfestung lebte vor vielen Jahren der Lehnsherr dieses Landstriches. Ihm unterstanden das Land und die Minen. Er hatte natürlich, wie jeder Adelige, eine Urkunde über den Besitz. Und die werde ich mir holen. Aber solange die Barriere uns gefangen hält, nützt sie dir gar nichts. Das stimmt. Aber wenn die Wassermagier es doch schaffen, die Barriere zu zerstören, dann könnte die Urkunde wieder einiges wert sein. Ja, wir können die Festung gemeinsam erkunden. Wir könnten die Festung gemeinsam erkunden. Ein guter Vorschlag. Geh du voraus. Ich bleibe in deiner Nähe. Ja. Warum denn auch nicht? Ich habe kein Interesse an dieser Urkunde, weil wir haben einen anderen Auftrag. So, läufst du hinterher. Ja, tust du. Hier haben wir Bergmoos. An der Bergfestung Bergmoos ist schon sinnvoll. Rabenkraut heilt das Mana. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Nachtschatten heilt Mana oder Lebenspunkte. Das hier heilt Lebenspunkte, aber nur ganz wenig. Lohnt sich eigentlich nicht mehr. Ach Leute, ich weiß nicht, was ich mir für ein Headset holen soll. Das, was ich jetzt habe, ist eigentlich perfekt. Die Tonqualität ist so genial. Ja, ich will euch gar nicht sagen, wie teuer es war, aber die Tonqualität, die ich habe für den Preis, ist super. Ich bin mit der sowieso generell überzufrieden mit der Tonqualität. Ja, man sieht da oben schon Harpien. Boah, falsche Waffe. So. Ja, ist ja auch klar, hier oben ist natürlich so eine Höhe. Das ist natürlich klar, dass die Harpien sind. Ja, der dreht total durch, weil er die nicht erreichen kann. So. Sieh mal, dort oben scheint der Fokus zu sein, den du suchst. Ja, sieht aus wie ein Fokusplatz. So einfach komme ich da nicht dran. Ach, da oben. Okay, hier haben wir nochmal zwei Harpien. Anvisieren, danke. So. Ja, man sieht schon, Harpien sind eigentlich mehr Erfahrungslieferanten als würdige Gegner. Nein, dann machen die kaum Schaden, wenn die überhaupt mal treffen. Und mit dem Bogen kann man sie auch ziemlich gut töten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Bogenschießen in Gothic macht irgendwie wahnsinnig viel Spaß. Wobei es natürlich ziemlich einfach gehalten ist. Man muss selber nicht zielen, man drückt einfach nur nach vorne. Boah.
Boah. Entschuldigung, dass ich jetzt gerade rauslaufen musste, aber das war schon ein wenig kritisch. So. Oh, Level up. Sehr schön. Oh, da habe ich ihn gerade angeschossen. Gut, er ist aber nicht sauer. So, bevor wir rechts lang gehen, gehen wir erstmal hier links lang. So, bist du noch da? Ja. So, was haben wir denn hier? Eine Waffenkammer. Mit einem Bier. Ja, wir laufen dem erstmal... Na ne, der kämpft hier. Ja, na, Visier Lester an. Hab hier Lester. Da nehme ich doch lieber Lester. Ist zwar ein Freund, aber... So. Die Waffenkammer ist nicht wirklich toll, aber wir können uns hier trotzdem mal umsehen. Ich will das Bier haben. Ah. Hier haben wir eine verwitterte Axt, ein rostiges Schwert und eine Handaxt, ist das, meine ich, ja. Dann haben wir hier zwei leere Regale. Ziemlich viel zu entdecken, ich weiß. So. Dann haben wir hier noch einen ziemlich interessanten Raum. Wenn man sich auskennt, ist das ein interessanter Raum, sonst eher nicht. So. Und zwar ist dies hier ein Raum, ja. Mit zwei Bücherregalen, wo nichts drin steht, ist ja egal. Hier ist eine Kiste mit einem Dietrich, zweimal Bier, einer Fackel und einem Schlüssel. Und ich speichere mal kurz. Und die Aufmerksamen werden es mal wieder bemerkt haben. Hier ist ein Hebel an der Wand, den wir benutzen. Und das Bücherregal geht auf und da drüben sind Skelette. Um die Lester sich jetzt erstmal kümmert. Deshalb bin ich auch nicht links gegangen, weil dann hätte er uns schon verlassen. Das war jetzt ein bisschen... Ich weiß, das war ein bisschen... Das war ein kleiner... Oh, wie heißt das? Ihr wisst, was ich meine. Hier haben wir einen Trank. Das wäre ein Spoiler gewesen. Das war ein Spoiler, meine ich, genau. So, das ist also die kleine Alchemie-Küche sozusagen. Hier haben wir nämlich zwei Heiltränke. Nochmal 4 mit 50 und nochmal einen starken. Also das ist wirklich ziemlich nützlich hier, dieser Raum. Wobei er auch nicht stark bewacht wird. Und hier nochmal dasselbe mit Mana. Ich kann es euch wirklich nur ans Herzen legen, diesen Raum auf jeden Fall aufzusuchen. Weil die zwei, drei Skelette sind es auf jeden Fall nicht wert, diesen Raum nicht zu durchsuchen. Da gibt es in Gothic 2 schon ganz andere Gegner. Das könnt ihr mir mal glauben. Da sind so Skelette nichts mehr. So, bist du da? Ja, und er redet jetzt mit uns. Ich werde mich mal oben umsehen. Ja, mach das. So, jetzt klettert er die Leiter hoch und wir müssen warten, bis er oben ist. Oder? Ja. So, jetzt können wir hochklettern. Ich persönlich mag diese Leiter nicht. Ich bevorzuge eher so... Ha, werden wir in Gothic 2 sehen. Dann werde ich da nochmal drauf hinweisen, wenn ich dran denke. So. Da geht's nochmal weiter nach oben. Und das machen wir jetzt nicht. Ja, wir machen das mal ganz einfach. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen blöd. Wir nehmen uns jetzt den Elixier, die Besitzerurkunde. Ja, das ist die Besitzerurkunde, nach der Lester gesucht hat. Reden mit ihm. Ich habe die Urkunde gefunden. Hey, gut gemacht. Dafür gebe ich dir diese Spruchrollen. Damit sollte es kein Problem sein, den Fokus zu erreichen. Ich werde unten vor der Fokusplattform auf dich warten. Jo, mach das mal. Und jetzt werde ich noch 4 Minuten hier diese eine Ebene säubern und mal gucken, wie weit ich komme. Denn ich möchte gerne in diesem Video auf jeden Fall noch den... Da unten liegt er übrigens. Aber wir kommen da halt so nicht dran. Jetzt hat er uns Spruchrollen gegeben. Das sind... Hier, Foto... Fotosynthese, genau. Telekinese.
Das ist ein Scherz, oder? Hä? Kann doch jetzt nicht sein. Leute, Leute, Leute. Wir schauen uns hier mal ein bisschen um, vielleicht haben wir irgendwo was vergessen zu sehen. Es kann jetzt nicht sein, dass uns 5 maximale Mana-Punkte fehlen. Was ist das denn jetzt? Die Horde hier. Ich denke mal, dass hier irgendwo in der Truhe nochmal. Ja, Erzbrocken helfen mir auch nicht wirklich. Ich brauche irgendwas, was maximales Mana erhöht. Da hilft nichts. Ein Amulett oder sowas. Ah, die müssen da ja mitgedacht haben, dass nicht alle Leute, die hier hingehen, schon Lernpunkte für Mana investiert haben, also für Magie. Viele machen das vielleicht gar nicht, weil die gar kein Magier werden wollen. Da müssen ja irgendwas für gemacht haben. Wein. Ja, Mondschatten heilt Lebensenergie, muss ich mir mal merken. Und Nachtschatten Mana dann wahrscheinlich. So, nochmal schnell speichern. Beim letzten Mal ist mir jetzt gar nicht aufgefallen, dass man 5 Mana-Punkte mehr braucht. Also, wow. Also habe ich da vielleicht schon irgendwo ein Amulett gefunden, oder? Also investiert habe ich da auch nichts, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ich würde sagen, wir klettern dann einfach mal hier hoch. Vielleicht ist da oben die Antwort. Auf meine Fragen. Okay. Okay. Ja, bleib da hinten. Ich habe da nichts gegen. Wie er einfach nur immer trifft und dann beim letzten Mal auf einmal nicht mehr. So. Nicht wirklich interessant. Hier gibt es auch nichts Besonderes. Dann nochmal schnell die letzte Leiter. Und wenn da oben nichts ist, müssen wir im nächsten Video nochmal ziemlich viel laufen. Okay, schon mal eine Truhe. Links, links, rechts, rechts, links, links. Aber auch nix. Ach, Leute, nein. Lebenskraft, Schutz vor Feuer, Schutz vor Pfeilen, Waffe, Stärke. Ich hab nichts. Ich hab wirklich nichts. Och nein. Hab ich irgendwo was übersehen? Das kann jetzt nicht wahr sein. Ah, ich guck, wann ich fallen lassen kann. Wo einer bestimmten Höhe funktioniert das nämlich. Hab ich die
liegt da hinten noch irgendwo was? Ne. Ne. Das können wir schon mal vergessen. Bin ich jetzt blind oder was? Ja, Stille. Das kann doch nicht sein. Wow. Ja. So geht es auch. Oha. Das sieht aber gefährlich aus. Leute, man kann hier auch hinspringen. So. Nun haben wir beide, was wir wollten. Ich werde noch etwas bleiben, um die alten Bücher zu studieren. Wir sehen uns wieder. Ja, wir werden uns wiedersehen. So, an dieser Stelle verabschiede ich mich von euch. Das war mal wieder ein sehr komischer Part. Wir werden uns dann im nächsten Video mal anhören, was Saturas dazu sagt, dass wir nun alle Fokussteine haben. Ja. Denn dies ist wirklich der letzte Fokusstein. Dann haben wir alle beisammen und wir werden uns dann im nächsten Video mal anhören, was Saturas dazu zu sagen hat. Denn diese Quest ist ja dann damit beendet. Ich freue mich schon auf das nächste Video. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und freue mich aufs nächste Mal. Also bis dann.